Hallo, hallo, hier ist Marvel 1972 von MFG. Heute unterwegs im AMX AC48 auf Lagune. Neue Karte. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon ein Video von der Karte gemacht habe. Schöne, große Karte. Und das ist genau das Problem. Große Karte. Wenn ihr auf der falschen Seite seid, seid ihr auf der falschen Seite. Gerade mit einem langsamen Panzer, Maus, E100, sowas. Könnt ihr mit der falschen Seitenauswahl das Gefecht safe für euer Team verlieren. Ich würde sagen, auf dieser Karte wirklich ein bisschen gucken, wo fährt euer Team hin und versucht eher zusammen zu bleiben in einer Ecke. Aber ich habe die auch noch nicht oft gespielt, die Karte. Ist meine vorläufige Meinung dazu. Und wir gehen rein ins Gefecht. Es gibt immer so ein paar TD-Positionen, wo man so ein bisschen ballern kann, aber auch abgeht. Also es ist auch absichtlich wohl so. Also für eine Grille, Waffenträger, so leichte TDs eher schwierig zu spielen. Zumindest wenn das auch Gegner sind mit guten Crews, die gut gucken können und so weiter, dann eher schwierig. Ich fahre jetzt hier einen dieser TD-Büsche an, die es hier hinten gibt. Und check hier erstmal die Sachlage. Also was heißt die Sachlage checken? Die sollen andere für mich natürlich. Also wenn ich hier jemanden spotte, dann ist sowieso schon total was schiefgelaufen. Muss man halt leider auch so sagen. Ne? Ja, das tut mir leid für den Kollegen da drüben im Panzer. RNG. Manchmal ist es halt einfach so, wie es ist. Ich würde da gerne rein, obwohl meine Mikropole aber geht. Das ist schön. Das ist wirklich schön. Ich gehe auf. Oder ich bin auf? Nein, ich gehe auf. Wollte gerade sagen. Ja, ungewöhnlich. Er schießt vorbei. HE, ja, auch gute Wahl. Da halte ich ein paar von aus. Das ist, also ich finde den Emil zurzeit gefährlicher, weil, ne, der hat diese... Also ich bin halt offen, ne? Das ist halt immer schlecht. Ja, ihr seht schon, jetzt muss ich reparieren. Ich überlege mir gerade. Schenken wir da mal ein Ding ein. Also wie ich schon sagte, das ist keine Position, wir haben sie nicht mal angekratzt, wo man nicht aufgeht. Also man ist immer beim Schießen mindestens offen. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Ja, komm. Also das ist ein Fehler jetzt. Das ist wir haben sie. Der war schon leider unterwegs bei mir im Kopf und deswegen habe ich da noch... Ja, ist schwer abzubrechen. Ich habe zwar gesehen, dass der schon zerstört ist, aber in meinem Kopf war der Befehl für Schießen schon abgelaufen. So der Automatismus. Der trifft. Der ging nicht durch. Ja, er trifft. Er geht nicht durch. Ich finde, so ein Schuss braucht auch Belohnung. Der war blöd. Der war wirklich blöd. Ich habe das jetzt im Replay auch gesehen. Der sah in echt irgendwie anders aus. Oh nein! Jetzt haben wir wirklich nicht mehr viele Hit Points. Ja. Kaputt. Okay. Jetzt Adrenalin und weiß, ich habe einen schnelleren Reload. So, einen viel schnelleren. Einer weniger. Aber mein Team hat auch aufgepasst. Ist zur Hilfe gekommen. Das ist super. Und auf solche Sachen müsst ihr auch achten. Ich will jetzt erstmal zugehen, bin hier im Busch, hier ist erstmal nichts.
dass ich nicht hier in irgendeinen, der hier so irgendwo im Busch rumhängt, abaime. So, ne? Und wir gucken mal ganz kurz, was noch über ist, natürlich der Rheinmetall. Also irgendwo steht so ein Monster, der mich ganz easy mit einer HE wegpusten kann. Der braucht nicht aimen, gar nichts. Der kann auch mit einer AP durchballern. Ja, und ich denke mir, in irgendeinem Busch wird er stehen. Da ist er. Ich will mich jetzt nicht treffen lassen, fahre erstmal ein bisschen weg. Und ich denke mir jetzt, gut, ich bin One-Hit. Ich kann jetzt noch einen Schuss machen, den Rest muss mein Team machen. Das sollte easy gehen, aber er cappt da und cappt. Er ist halt nicht so gut. Und ich muss ja meinen Turm noch rüberdrehen. Also das heißt, wenn ich um die Kurve komme, dann ist das immer ein bisschen problematisch. AE ist drin. AE liefert 505 sauber. Und dies durchkappen war eben nur so eine semi-gute Entscheidung. Besser wäre es gewesen, mitzufahren und sich um den Rheinmetall zu kümmern. Da wäre vielleicht auch nochmal Damage abgefallen. Aber gut, es ist wie es ist. Wir haben 3,7 Damage gemacht, 2 Kills, 1215 EP gemacht. Das ist auch echt in Ordnung. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf der Lagunenkarte jetzt mal eine TD-Position gesehen. Auf der anderen Seite gibt es das gespiegelt auch nochmal. Ja, wir werden sehen. Da werden bestimmt noch mehr Videos kommen. Tschüss!